Hermann Hausbacher und Jonas Schöswender. Auf geht's! Ah, erstmal eine Runde spielen nach der blöden Schule. Mathe versaut, die Englischarbeit versemmelt und wieder Stress wegen des blöden Handyvideos. Du Schatzi, kommst du mit? Oh, du spielst doch schon wieder deine Killerspiele. Mama, lass mich in Ruhe. Das Wort ist sowieso falsch und blödsinnig. Und Ahnung von meinen Spielen hast du auch keine. Warum muss denn genau mein Kind auf solche Sachen abfahren? Mama, halt und wahrscheinlich doch die Klappe. Auch noch süchtig werden. Halt die Klappe und geh einfach. Bist du dir sicher, dass an diesem Wort nicht doch etwas Wahres ist? Was? Wer ist da? Dein Gewissen. Was willst du von mir? Dich daran erinnern, dass bevor du über etwas urteilst, man sich erst darüber schlau machen sollte. Ach ja, das habe ich bereits. Das Wort Killerspiele hat juristisch gesehen gar keine Bedeutung. Und in der Umgangssprache wird es sehr subjektiv und negativ verwendet. Und dies meist von Leuten, die sich kaum damit beschäftigt haben und Spiele von vornherein ablehnen. Aber ja, über Jahre lang wurden für Studien geforscht. Diese besagen, dass durch exzessives Spielen von Killerspiele große Veränderungen am Frontlappen entstehen. Dieser Teil des Gehirns ist für die Steuerung der Emotionen zuständig. Bei jahrelangem Spielen leidet vor allem die Steuerung für Aggressionen stark darunter. Das stimmt nicht ganz, denn diese Veränderungen können auch positiv sein und verändern nicht nur die Steuerung der Aggressionen. Allgemein finde ich, dass Emotionen zu jedem Sport dazugehören, auch zu E-Sport. Aber die Medien bestätigen es doch. Schau dir doch mal die Schlagzeilen letzten Jahres an. München 2016, die Schlagzeile lautet: Ein Killer macht aus Spiel ernst. Ach was, die Medien pushen die Hintergründe für solche Taten doch nur hoch. Dass Computerspiele die Auslöser für solche Taten sind, stimmt nicht. Von Gemüt zu Gemüt können sie ein Faktor sein. Aber Studien ergaben, dass die Täter vielmehr unter familiären oder sozialen Problemen leiden. Nun ja, wo du recht hast, hast du recht. Meist sind Täter von solch dramatischen Taten, Mobbingopfer, werden unterdrückt oder es gibt traurige Missstände in der Familie. Doch dies spricht immer noch nicht für Killerspiele, da sie Gewalt doch sehr stark abstumpfen. Dem kann ich auch nicht zustimmen, denn uns Spielern geht es doch nicht nur um das stumpfe Töten, vielmehr um das taktische Vorgehen mit dem Team. So werden diese Spiele auch als Simulation für Soldaten eingesetzt, um ihren Teamgeist zu fördern. Das stimmt so nicht ganz. Diese Simulationen bei Soldaten werden mehr dazu genutzt, um das schlechte Gefühl beim Töten abzustumpfen. Stopp. Diese Simulationen werden bei Soldaten genutzt, um die sensorischen und motorischen Fähigkeiten zu stärken. Und noch dazu finde ich, dass man einen Mord auf einem Bildschirm nicht mit einem Mord in der Realität vergleichen kann. Ach, wenn das so ist. Was sollte das denn jetzt? Jetzt bin ich wegen dir gestorben. Tja. Das mit den sensorischen und motorischen Fähigkeiten muss ich dir doch wohl nun abkaufen. Doch du hast wohl mit einem der leider wohl meistverbreitetsten Probleme der Welt nicht gerechnet. Ach ja, und das wäre? Übergewicht. Ach, komm mir jetzt nicht damit. Sehr wohl. Während Spieler verteilt über der ganzen Welt vor ihren Monitoren hocken, vergessen sie oft auf das sehr, sehr wichtige Thema, Bewegung. Aber da finde ich doch, dass die Leute selber schuld sind, wenn sie sich nicht bewegen. Das stimmt so nicht ganz. Oft nutzen Spieleentwickler miese Tricks, um den Nutzer
an ihre Unterhaltungssoftware zu fesseln. Und dies lässt den Suchtfaktor ins Extreme steigen. Nun ja, bei diesem Thema muss ich dir tatsächlich einmal zustimmen. Über das Thema Sucht sollte sich jeder eine eigene Meinung bilden. Da muss ich dir wieder einmal recht geben. Aber ich finde trotzdem, dass diese Art von Computerspielen in Maßen genutzt werden sollte, da sie oft sehr, sehr gefährlich sein können. Und noch wichtiger finden wir, dass Eltern ihre Kinder auf das Thema vorbereiten. Denn was Kinder wollen, tun sie früher oder später sowieso. Und ein bisschen Vorbereitung kann nicht schaden. Dabei ist es aber immer noch besser, wenn Eltern entscheiden, wann ihre Sprösslinge bereit für Bildschirmkämpfe sind, da jeder Mensch damit verschieden umgeht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hermann Hausbacher und Jonas Schüßwender, Dankeschön. Danke Pinzgauer, sehr gut.